So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Weiß Destiny Challenge. Oh yeah, das letzte Mal haben wir Septerna City betreten und die Arena schon mal so weit vorbereitet, dass wir jetzt schon direkt vor der Arenaleiterin Aloe stehen. Aloe ist die Hüterin des ersten Checkpoints und diejenige, die den dritten Slot im Team. Hier seht ihr hier gerade im Layout, ne? Da sind noch drei Schlösser. Das erste dieser drei Schlösser wird gesprengt, wenn wir es schaffen sollten, sie heute zu besiegen. Ich habe mich nochmal geheilt und Miraplan nach vorne gesetzt. Ja, meine Strategie habe ich bereits im letzten Part erklärt und die wird sicherlich trotzdem gleich nochmal zum Besten gegeben. Wagen wir uns heran. Warte, habe ich genug Heiltränke? Ich habe ja zwei Heil-Items. Und wenn sie eins benutzt, dann habe ich drei. Ja, sieht gut aus. Kraftschub. Lernt Schilderus Kraftschub, ist die Frage. Nein. Ah, schade, schade. Gerade nochmal überlegt, das wäre vielleicht noch eine kleine, nette Zusatzstrategie gewesen. Na gut, okay, Leute. Randa. Hereinspaziert, lieber Herausforderer. Ich bin Aloe, die Direktorin des Museums von Septerna City und zugleich Leiterin der hiesigen Arena. Ich werde mir gleich bei unserem Kampf ganz genau ansehen, wie sich deine Pokémon mit Herzblut, wie sich deine mit viel Herzblut herangezogenen Pokémon so schlagen werden. Oh, fackelt gar nicht lange. Sie hält den Zeigefinger so hoch, ist der Finger oben, wird man nicht loben! Okay. Leiterin Aloe. Ich sagte es bereits, aber ich habe Schiss. Okay, Terribark. Terribark. Bedroher. Oh, naja, ist ja. Ist okay. Ist okay. So. Giftpuder. Scheiße. Uiuiui. Bitte treffen. Oh, okay, gut. Okay, gut. Gut, 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 gut. Ja, das ist schon mal sehr, sehr schmerzhaft jetzt gewesen. Anhand dieses Angriffes habe ich verstanden, was für ein Trainer du bist. Okay, lass mich mal kurz überlegen, ob das jetzt sinnvoll ist, Mirapla einfach K.O. gehen zu lassen. Also wie ich schon meinte, Schilderus sollte eigentlich allem standhalten. Relativ problemfrei. Und dann habe ich notfalls noch die ganzen Tränke für Schilderus übrig. Und ich könnte mit Schutzschild... Ich habe die Maronbeere vergessen. Ich habe vergessen, Schilderus die Maronbeere zu geben. Oh, das ist schlecht. Ja, okay. Okay, Mirapla, danke. Du hast schon getan, was du tun solltest. Vielleicht krieg ich ja noch einen Angriff raus. Vielleicht geht ein Bodycheck daneben oder irgendwas anderes. Ja, nee. Egal, immerhin schädigt sich das Terribug noch selbst. Oh, das mit der Maronberge, das ärgert mich jetzt. Okay, wir werden halt einfach auch nur Tackle benutzen, Leute, ne? Wir werden nur Tackle benutzen. Vielleicht mein Verhöhner? Ich weiß nicht, ob sich das so lohnt. Erstmal Schutzschild. Was willst du machen? Ich kann jetzt sowas wie Heuler könnte ich jetzt gar nicht gebrauchen, ehrlich gesagt. Kommt da jetzt schon ein Trank? Okay, das ist relativ schwach. Das Ding ist, Knirscher wird auch nur einfach resistiert und nicht doppelt, ne? Das ist natürlich auch nochmal eine Sache. Hat die überhaupt Tränke hier? Ja, da ist er schon. Na gut, jetzt haben wir immerhin drei Heil-Items. Was genug sein sollte, um das Ganze hier auszustallen, hoffe ich. Schutzschild. Na, wir haben das Schutzschild, dann nutzen wir es natürlich auch. So, übrigens, wenn sie jetzt noch ein Heil-Item benutzen sollte, kriege ich nicht noch eins, ne? Also, selbst wenn sie 10 Heil-Items benutzen sollte, ich kriege nur ein zusätzliches. Na, flinche ich auch noch hier. Nicht schön. Ich glaube, die Heimzahlung werde ich gleich trotzdem mal mit einem Schutzschild ablocken, im Idealfall. Mein Gott, habe ich schon erwähnt, wie froh ich bin, Schilderus zu haben? Warte mal. Ich merke gerade was. Wir können den Verhöhner relativ safe rauskriegen, glaube ich. Weil... Also entweder ich block die Heimzahlung ab und dann kommt halt eine Hypnose im nächsten Zug. Oder ich tank die, die Heimzahlung, die wir gut wegstecken sollten, hoffentlich. Und mache direkt Verhöhner, damit die Hypnose gar nicht eingesetzt werden kann. Ja, ich glaube, das machen wir so rum lieber. So, dann werden wir hier einfach dafür sorgen, nochmal ein bisschen, einem kleinen bisschen Schaden zu entgehen. Man, das war viel Erfahrungspunkte.
Okay, guck mal da. Du wirst Heimzahlung benutzen, ne? Selbst in einer Situation wie dieser suche ich noch nach einem Weg zum Sieg oder so ähnlich. Oh, nix Heimzahlung. Ja, okay. Wird halt vielfach resistiert. Da denkt die Oh, warte mal. Aber Verteidigung senken? Gar nicht geil. Das lässt du mal schön bleiben. Das lässt du mal schön... Oh Gott, wie viel Schaden macht die jetzt? Das ist gar nicht so wenig. Eieiei, oh Gott. Und vor allem Knirscher kann auch die Verteidigung senken. Vergesst das nicht. Okay, das ist... Okay, ein Crit würde uns ausnoggen. Das heißt, wir müssen jetzt... einen Trank benutzen. Okay, erstes Heil-Item. Uiuiui. Bitte nicht Hypnose. Pain. Pain! Endlose Schmerzen. Ja, deswegen wollte ich eigentlich eine Maronbeere drauf haben. Uiuiuiui. Das macht leider mehr Schaden, als es sollte. Komm schon, wach auf, Schilderus. Bitte, 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 bitte. Komm schon, aufwachen, Schilderos! Es gibt's nicht. Komm schon, bitte wach auf! Ich bin... Na, Death Drop! Ja, okay, fantastisch. Ich muss leider direkt wieder ein Highlighter benutzen. Eieieiei, okay, zweites Heil-Item. Wir haben noch eins. Ah, die Maronbeere wäre so nützlich gewesen. 11 Schaden macht er mittlerweile schon. Das gefällt mir nicht, Leute. Das ist eine ziemlich bescheidene Situation. Nach der Runde ist der Verhöhner weg. Weißt du... Ist die Frage, macht er jetzt nochmal, macht er jetzt direkt nochmal Hypnose? Okay, pass auf, pass auf. Das Ding ist... Ach du Scheiße. Das Ding ist, wenn er jetzt angreift und crittet, haben wir den Kampf verloren und damit höchstwahrscheinlich... Also was heißt höchstwahrscheinlich? Und unsere beste Gelegenheit, diese Arena zu schaffen, weil Erikas Team dann ausgenockt ist. Wenn ich jetzt einen Trank benutze... riskiere ich wieder einzuschlafen. Was sowieso hinfällig... Pass auf, ich glaube, ich riskiere den Crit, weil ich glaube, wir haben mit Lia noch ein Backup, was funktionieren kann. Einfach, weil Milza so viel Schaden macht. Komm, Verhöhner. Bitte, Miss. Oder kein Crit, kein Crit, kein Crit. Um Gottes Willen. Okay, der Verhöhner ist durch. Der Verhöhner ist durch. Alles okay. Unser letztes Heil-Item kommt. Meine Herren. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, wären... Okay. Wären weitere Death Drops. Das Ding ist aber, wir werden nicht drum rumkommen. Ich verschrei's auch noch. Gottes Willen. Das ist ganz, ganz schrecklich gerade. Wir haben keine Wahl. Ich fürchte, wir müssen darauf hoffen. Reicht ein Tackle? Ich bin nicht sicher, ob ein Tackle ausreicht. Wir sind minus 3 Verteidigung. Das ist leider viel. Oder mache ich einen Bodycheck? Aber der Rückstoß, killt er uns selbst? Bodycheck kann außerdem auch daneben gehen. Oh, ich bin unschlüssig. Also ein Bodycheck würde reichen. Ein Bodycheck könnte uns aber auch selbst besiegen. Und ich weiß gar nicht, was dann passiert. Ein Tackle reicht aber vielleicht nicht. Ah, Mist, verdammter. Wenn er mich jetzt trifft... Ja, der macht zu viel Schaden. Ich muss Tackle machen. Vielleicht setzt er ja auch einfach Silberblick ein.
Es gibt's nicht. Er trifft schon wieder. Wir haben verloren. Wir haben verloren, Leute. Wir haben verloren. Das habe ich gerade noch nicht so ganz mitgeschnitten. Das schaffen wir nicht. Ey, die Maronbeere hätte es, glaube ich, gerissen, wenn wir die Maronbeere drauf gehabt hätten. Vielleicht passiert noch ein Wunder. Ne, vergiss es. Ja, das war's. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ja, das war's. Verloren. Krank. Wow. Ui. Ui. Das ist ein Problem. Ein riesiges Problem. Ich bin gerade sprachlos. Ich bin sprachlos. Was mache ich denn jetzt? Ja. Ich denke, ein Schnitt und Lias Team vorbereiten. Oh je. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Wirklich erholt habe ich mich von dem Schock noch nicht, denn ich frage mich gerade ernsthaft, ob wir das jetzt noch schaffen können. Ich habe Lias Team vorbereitet. Level 20, keine Kompromisse. Tragosso trägt eine Sinelbeere, habe ich bei Miraplar übrigens auch vergessen. Hätte uns auch nochmal was bringen können. Und Milza trägt eine Maronbeere. Verdammt, ich noch eins. Es wurden noch gelernt Heimzahlungen bei Tragosso und Schlitzer von Milza. Ja, ich denke, hoffe, dass zwei... Ich weiß nicht, ob zweimal Drachenwut ausreicht, um Kuk'Mada zu besiegen. Das... Ja. Müssen wir sehen. Ne? So blöd es klingt, müssen wir gucken. Hoffentlich kann Tragosso das Terribark besiegen. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich bin aufgelöst, wie man vielleicht merkt. Gut, wir haben auch noch genug Heiltränke. Wir haben 4 Supertränke. Das reicht für potenziell 3 Tränke. Ich hoffe wirklich, ich hoffe sehr, dass Tragosso das Terribark jetzt alleine besiegt bekommt. Am möglichst ohne Heiltränke. Ich habe so Schiss vor diesem Kuk'Mada, ne? Ja, weiß ich, dass du das bist, Aloe. Uiuiuiuiuiuiui. Also wenn Lias es nicht schafft, haben wir, glaube ich, echt verloren. Also die anderen kriegen das nicht hin. Pliprin und Ordoch, wobei, vielleicht Ordoch mit Belebekraft die ganze Zeit hin und her wechseln. Boah, ey, Bedroher. Das habe ich vergessen. Oh, ungeil. Naja, mal gucken. Ich habe das Gefühl, Tragosso wird es nicht schaffen. Ja, so schon mal gar nicht. Oh mein Gott. Ja, okay, immerhin. Das ist gar kein Damage. Das ist nichts. Komm, wenigstens ein Treffer noch. Ja, okay, Sinelbeere. Never mind, da war ja was. Bonk. Wären wir wenigstens schneller, ne? Dieser scheiß Bedroher, ich kotze. Ja, da wird nichts bringen. Tschüss, Tragosso. Nee, never mind. Haha, komm schon. Crit. Oder reich einfach aus. Das gibt es nicht. Ich kotze im Strahl. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Ja, geil. Schön. Das ist ja katastrophal, der Versuch. Ich will dir nichts sagen, aber ich glaube, der Mist hat gemattert, ne? Hm? Ja, und tschüss. Furchtbar. Schlimm. Schlimmste Situation aller Zeiten. Ja, vergiss es. Keine Chance. Keine Chance. Ach du Schreck. Wir werden überrollt. Also chancenlos von vorn bis hinten. Ich bin schneller, immerhin. Oh, das reicht. Okay. Maybe. Okay. Ja. Oh, wenn das ein Tool ist, ne? Ich hoffe, ich weiß es nicht. Es ist halt Level 20. Aber es ist nur ein Kuk'Mada. Also vielleicht. Wieso habe ich nur 5 Drachenwut? Bin ich nicht mehr heilen gewesen? Egal, komm, mach Hypnose.
Oh, das ist viel. Das ist viel Damage. Leute, wir können gewinnen. Wir können gewinnen. Alter, ich kann... Okay, erstes Heil-Item. Meine Damen und Herren. Komm, mach irgendwas Dummes. Mach irgendwas Dummes. Setz doch mal Hypnose ein. Oh, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Komm, Hypnose. Mach Hypnose. Bitte mach Hypnose. Ich schwöre dir, wenn du Hypnose einsetzt, ich küsse dir die Füße. Reicht es jetzt? Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Wir sind so unlucky. Ey, das gibt es nicht. Wir sind so unlucky. Der Miss von Knochenkeule, der Jeff-Drop gerade. Ich sag jetzt einfach mal, dass der gemeddert hat. Ey, das... Ja. Wir sehen uns gleich mit Karens Team. Denke ich. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ich meine, was kann denn Ordoch und Pliprin? Flexib Anziehung. Ist das vielleicht... Naja, bis gleich. Da bin ich wieder mit dem dritten Team. Ich bin voll in Ordnung. Ordoch und Pliprin. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß gar nicht, ob wir es überhaupt noch schaffen können. Ich weiß auch nicht mehr, mit wem ich leaden soll. Wir haben Belebekraft mit Ordoch, deswegen tendiere ich irgendwie mit Ordoch zu leaden und dann, wenn wir das Terrybark besiegt kriegen, zu switchen zu Pliprin. Allerdings, Pliprin ist offensiv wahrscheinlich einfach ein bisschen besser. Wir haben nämlich Blubstrahl dazu bekommen, Metallklaue noch, ist irrelevant. Wir haben Anziehung, Geheimpower auf Ordoch, irgendwie vielleicht da irgendwelche komischen Shenanigans mitmachen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keinen Plan. Ja, Sinelbeere und Maronbeere. Oder ich glaube, ich leade mit Pliprin, versuche das Terrybark zu besiegen, wechsel dann auf Ordoch, fange die Heimzahlung ab und wechsel dann wieder zurück auf Pliprin, opfer Pliprin, um Ordoch wieder voll zu heilen. Und ich hoffe einfach jetzt mal, dass die Pokémon von ihr männlich sind, weil das weiß ich gerade nicht, weil dann können wir mit Anziehung vielleicht noch, wie gesagt, ein paar Dinge tun. Ich hätte nicht gedacht, also ich muss sagen, ich habe sowieso eigentlich nicht gedacht, dass irgendein Team eine Chance hat, außer Erikas Team, aber langsam ist Achterbahn. Ich überlege schon, dass wir vielleicht neu anfangen müssen. Uiuiui. Na, wer sagte noch, Normalarenen sind einfach gefährlich? Ja, und Bedroher, ne? So können wir denen auch entgehen. Ah, oh Mann, ey. Okay, Blubstrahl, here we go. Vielleicht macht's einfach viel Schaden. Natürlich haben wir schön noch ein Angriffsminuswesen. Frohes Wesen auf Pliprin. Silberblick, ey, voll in Ordnung. Mach, gönn dir deinen Silberblick. Weibliches Terrybark, ist schon mal schlecht. Das Guckmaler wird doch auch weiblich sein, oder? Ich glaube, das Geschlecht ist meistens den Arenaleitern angepasst. Oh mein Gott, ein Miss? Hexen wir uns gerade durch? Ja, okay, der Trank ist weg. Wir haben 3 Stück. Alles super. Okay, Pliprin, ja. Wir sind auch schneller. Oh Gott, ist Pliprin hier der Carry? Der Unerwartete? Okay, er killt sich jetzt aber selbst. Ich dachte, das war ein Crit, aber nein, es hat einfach nur unfassbar viel Damage gedrückt. Okay, wir kriegen... Ja, aber Heimzahlung wird uns halt ausnoggen, ne? Das ist ein Fakt. Bitte sei männlich, bitte sei männlich, bitte sei männlich, bitte sei männlich. Ist weiblich, scheiße. Ah! Okay, dann keine Anziehungs-Shenanigans. Also wir haben einen Death Drop. Ich weiß halt nicht, ob sich jetzt lohnt. Aber kriegt Ordoch das alleine hin? Kann Geheimpower nicht paralysieren oder so? Ja, ich glaube schon. Ich denke, wir opfern Pliprin. I guess. Ja, tschüss. Keine Chance, das zu überleben. Es wäre mal schön, irgendwie ist es lustig, dass sobald ich die Maronbeere ausrüste, die KI so auf magische Art und Weise weiß, auch einschläfern. Nee, probiere ich gar nicht erst. Vor allem, weil Hypnose könnte ja auch immer noch daneben gehen, ne? Okay, Geheimpower. Ich meine, das ist immer ein mutiges Wesen, das Ordoch. Das macht gar nicht so viel Schaden. Oh, das ist... Oh mein Gott! Ordoch? Ordoch, Leute? Das gibt's jetzt nicht, oder? Ey, das gibt's nicht. Wir gewinnen. Wir gewinnen?
Egal, Geheimbau regelt. Das war, wir haben gewonnen! Als ob! Als ob mit Ohr doch! Was? Ich fall vom Glauben ab! Okay, ich hätte nie damit gerechnet, dass... Du hast echt was drauf, ich bin schwer beeindruckt. Ja, und ich erst, frag mich mal! Karin, der Secret Carry, ich glaub es nicht! Ey, ohne Witz, ich hab als Erikas Team down ging, dachte ich schon so, okay, wir können es vielleicht mit viel Glück noch schaffen durch Milzer. Aber das Karins Team hier, Alter Schwede, es geht weiter, Leute. Die Challenge geht weiter. Alle Pokémon werden aufgefrischt. Ich glaub es nicht. Faszinierend, unbeschreiblich, was deine Pokémon im Kampf so alles auffahren. Ja, frag mich mal, habe ich ja eben schon gesagt. Du bist ein würdiger Trainer. Deinen Grundorden hast du dir wirklich redlich verdient. Das finde ich aber auch. So, Fakten werden gesprochen. Fakten. Ey, ich raste aus. Wir haben es geschafft. Alter, Not am Mann, da war aber wirklich, aber ich glaube, Marlene hätte gar keine Chance gehabt, weil da hätten wir weder was Effektives gehabt, noch ein Basis-Pokémon. Ja, Basis-Pokémon, ich sag's doch, Ohrloch am Anfang, krass, Ohrloch, ich Trash-Talk dich nie wieder. Besitzt du zwei Orden, befolgen sämtliche Pokémon bis Level 30 deine Befehle. Ach ja, ich habe hier noch diese technische Maschine für dich. Ja, Heimzahlung, danke. Wow. Sorg dafür, dass deine Stärke sich verdoppelt, wenn in der Runde zuvor ein Pokémon deines Teams besiegt wurde. Setzt du diese Attacke geschickt ein, kannst du damit selbst starke Gegner besiegen. Schatz! Schatz, zu Hilfe! Es ist etwas ganz Furchtbares passiert. Diese Kerle von Team Plasma wollten den Draco-Schädel feststehlen, meine ich. Was? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Destiny, du kommst am besten auch gleich mit. Ey, ganz ehrlich, erstmal, ich mache hier erstmal gar nichts, Leute. Ich mache jetzt hier... Ey, oh doch. Und da gibt die mir nochmal einen Crit mit am Ende. Das war das Schlimmste dabei. Wir haben es geschafft, Leute. Ja, das heißt, wir machen mal einen Schnitt. Zack. Alle Teams wieder aufgefrischt, Leute. Und nicht nur das. Wir machen gleich einen nächsten Schnipper, denn... Damit löst sich das erste Schloss, was uns daran hindert, mehr als zwei Pokémon im Team zu haben. Jetzt würde ich sagen, machen wir nochmal einen ganz kurzen Schnitt, denn wir werden natürlich jetzt noch... das nächste Pokémon auslosen für alle Teams. Jedes Team kriegt einen neuen Slot und dann werden wir auf magische Art und Weise wird das Pokémon schon in unserem Team spawnen. So, das werden wir rausrennen im nächsten Part, das sofort benutzen können. Ja, wir haben natürlich jetzt Karin eingeloggt für Septerna City. Das heißt, wir spielen jetzt, falls wir noch kämpfen müssen, das weiß ich gar nicht, mit Karin Septerna City noch zu Ende. Und ansonsten, ja, gehen wir dann in den Wald mit irgendeinem der neuen Teams. Boah, ich glaub's nicht. Alle wieder aufgefrischt, das war... Unsere letzte Hoffnung. Krass, 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 krass. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Okay, immer noch ganz verschwitzt von der Action gerade. Was ein Part einfach. Der ganze Part, wie krank. Okay, Leute. Wir haben hier, ich muss noch die Einstellung machen, sehe ich gerade. Wir gehen natürlich von 1 bis 25. So, und schauen nach, was... unsere nächsten Pokémon sind. Also Erika, bereits im Team, sind Giflor bzw. eben Mirapla und Bolteros aka Schilteros. Wir fangen mit Erika natürlich an, die Anführerin der Truppe. Auch wenn sich Karin gerade natürlich sehr bewährt hat, aber die Reihenfolge halten wir einfach mal ein. So, Erikas drittes Pokémon im Team wird sein... die 14 und das ist Scarabon! Ui, 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 ui! Ein krasses Basis-Pokémon für den Anfang. Schöne Sache. Also für den Anfang, ne? Aber für den so fast noch Anfang Early-Middle-Game. Oder so. Schön. Echt cool. Okay, Leute, dann gehen wir zu Lia. Lias nächstes Pokémon ist folgendes. Und das ist ein Luxtra, beziehungsweise ein Shinux. Ja, also mit Bedroher. Definitiv ein Pokémon, welches uns helfen wird. Doch, ist eigentlich eine schöne Ergänzung zu Milzer und Tragosso, muss ich sagen. Doch, doch, schön, gefällt mir. Definitiv. Also willkommen im Team Shinux und hoffentlich dann irgendwann mal ein Luxtra. Dann haben wir Malin und ihr nächster Slot wird gefüllt mit...
Der Nummer 17 und das ist ein Staraptor. Speaking of Bedroher, ne? Da haben wir direkt noch einen zweiten. Und zwar mit Staralili. Staralili kommt in ihr Team, aber es ist mal wieder, also, ich will dir nichts sagen, wieder irgendwie eine Glaskanone. Wirklich tanky ist es nicht, aber mit Bedroher hält es vielleicht den einen oder anderen Schlag aus. Trotzdem, offensiv mal wieder richtig krass. Und zu guter Letzt haben wir die Retterin des Parts, die Retterin der Challenge. Oh, allmächtige Karin. Dankeschön. Wenn sie jetzt Jirachi kriegen würde, das wäre natürlich geil. Aber jetzt sowieso nicht, weil ich es gesagt habe. Also Leute, ihr nächstes Pokémon ist die 6 und das ist Lapras. Oh, noch ein Basis. Karin kriegt die ganzen Basis-Pokémon hier rein, ne? Und noch ein Wasser-Pokémon vor allem. Ich glaube, wir haben schon so ein bisschen unser Team für Turner. Ja, wobei, ja, Empoleon. Naja, trotzdem, Lapras für Karin. Sehr, sehr cooles Pokémon. Könnte uns auch einiges retten, weil es vor allen Dingen tanky ist mal wieder, ne? Ha, schön. Leute, begrüßen wir noch einmal die neuen Mitglieder. Erika bekommt ein Scaraborn, Lia ein potenzielles Luxtra, Marlin ein potenzielles Staraptor und Karin ein Lapras. Okay, Leute, das war's aber dann jetzt erstmal für heute. Beim nächsten Mal machen wir weiter mit Karins Team in Septerna City, falls wir noch kämpfen müssen. Und dann geht's in den ewigen Wald und ja, ich hoffe, wir können erstmal wieder ein bisschen runterfahren. Wow, was ein Krampf. Bis dahin. Ciao, ciao.